Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Pokémon Go. Als erstes habe ich jetzt dieses Zubat gefangen. Da habe ich es probiert mit diesem Drehball, dass man den so lange dreht, bis er glitzert. Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Beim zweiten Mal war ich besser. Es ist bloß das Problem, dass man da richtig schwierig trifft. Da der Ball sich die ganze Zeit dann nach links oder nach rechts dreht, kommt darauf an, in welche Richtung man ihn drehen lässt. Ja, da ist, ja, da immer noch die Ding waren, die Serverprobleme, sind jetzt nicht allzu viele Pokémon und dadurch ist das Video jetzt auch nicht so lang geworden. Auch wenn ihr jetzt gerade bei dem Zubat richtig lang braucht zum Fangen. Das waren jetzt bestimmt, was waren es denn, 5, 6, 7 Pokébälle. Ja, wobei man sagen muss, dass ich die ersten 4 oder so schon probiert habe mit dem Drehball und es einfach nicht funktioniert hat. Okay, dann haben wir das Zubat jetzt auch endlich. Wird aber gleich wieder verschickt, weil ja, es ist zu schwach und es rentiert sich nicht. Da ist mir das Zubat-Bonbon immer der lieber. Dann habe ich als nächstes mal meinen ganzen Sternstab, was schon 13.000 sind, benutzt, um mein Magma zu leveln. Von 200, was waren es, 240 oder so. Gehen wir jetzt ein ganzes Stück nach oben. Jetzt sind wir schon bei fast 300. 328, also das wird richtig stark am Ende sein. 361, mal schauen, wie weit geht's. 394, nochmal ab hochleveln, komm. 427, gleich nochmal hinterher. 460, also das ist mit Abstand mein bestes Pokémon bis jetzt. 493, ich glaube, da gehen noch ein oder zwei Mal zum Aufleveln. 526. 559. Ich glaube, das war das letzte Mal, oder? Ne? Es geht sogar noch einmal. 592. Jetzt geht es aber nicht mehr. Da ich erst ein höheres Level erreichen muss mit meinem Charakter, damit ich das wieder weiter upgraden kann. Okay, gut. Damit hätten wir jetzt auch das geupgradet. Dann geht's weiter mit dem Hornliu, das ich gefangen habe. Ja, ein Hornliu wie sonst auch. Pokéball schmeißen. Hoffen, dass es reingeht, ohne dass das Spiel abstürzt, was sehr oft passiert. In dem Fall zum Glück nicht. Ja. Schauen, ob mal wie gut es ist und dann wieder wegschicken oder behalten. Wobei Level 10 kann man eigentlich wegschicken, weil man bestimmt was Besseres hat. Als nächstes kommt noch ein Taubsi. Dasselbe wie jetzt mit dem Hornlio oder mit den 100 Taubsis vorher. Pokéball werfen, fangen, schauen, ob man es behält oder wieder weggibt. Okay, das war's dann eigentlich mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.